Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Guide von World of Warcraft. Heute geht es um den Erfolg Elementares Entsetzen oder genau gesagt hier um Ardius der Peiniger. Der befindet sich hier im Gebiet Ravendreth bei etwa 61-41 und ja, das Team dagegen zu besiegen sieht wie folgt aus. Wir verwenden hier den Schneemann, Schneeball, Schneesturm herbeirufen und tieffrieren, dann den C4-Prinzen mit schneidendem Wind, heulende Böe und Blitzschlag herbeirufen und im Normalfall sollten eigentlich die ersten zwei Pets ausreichen. Aber um ein bisschen Schaden noch herauszuhauen, wäre vielleicht die Teufelsflamme noch praktisch, mit Flammenatem, verbrannte Erde und Feuersbrunst. Wenn ihr jetzt den Prinzen nicht habt, könnt ihr auch den Wirbelsturm hier mitnehmen. Da habe ich mit beiden Breeds, die ich habe, ebenfalls erfolgreich den Kampf absolvieren können. Am besten dort, wo man dann im Kampf mit heulende Böe und Blitzschlag herbeirufen arbeitet. Beim Prinzen würde ich empfehlen, mit Vorbeiflug und Blitzschlag herbeirufen arbeiten. Und wenn ihr dann noch ein bisschen Schaden raushauen könnt, am besten wilde Winde einsetzen. Aber ich habe jetzt halt hier den Prinzen genommen, weil es bei diesem hier nur ein Breed gibt. Und somit kann ich den Kampfverlauf ein bisschen besser zeigen. Aber eben mit dem Wirbelsturm geht es auch ohne Probleme. Beginnen wir gleich mal den Kampf und hier gleich zu Beginn den Schneesturm einsetzen. Da setzt dann der Gegner hier dieses Gedankenspielchen ein, das lösen wir hier auf mit der Gesundheit. Und danach hier die Tieffrieren-Attacke. Ich habe es auch zuerst probiert, zuerst einmal hier mit bei den Gedankenspielchen die dritte Fähigkeit. Geht auch, aber danach ja, geht es nicht so schön auf mit den Attacken danach, weil ja die Fähigkeiten 1 und 2 halt gesperrt werden. Aber eben dann wechseln wir hier auf den Prinzen. Der setzt hier die heulende Böe zuerst ein. Und danach Blitzschlag herbeirufen. Normalfall sollte dann Schuftjette bei 900 Punkten sein, dann werden wir hier an dieser Stelle getötet. Dann kommt hier der Schneemann ins Spiel. An dieser Stelle gleich mal Schneesturm herbeirufen einsetzen wieder. Und da halt eben Tieffrieren eine kleine Range hat, kann es sein, dass vielleicht hier Schufti bereits dann gleich getötet wird. Aber wenn es nicht der Fall wäre, kann man noch den Schneeball einsetzen. Aber eben der Schneemann sollte das eigentlich so lange noch überleben. Tieffrieren ist jetzt wieder praktisch zum Einzusetzen, weil hier halt eben der Gegner auch betäubt werden könnte. Aber eben wenn das, wenn der Gegner bereits tot ist, ist nicht mehr notwendig. Aber wenn er noch nicht tot wäre, halt einfach noch den Schneeball hinterher werfen. Und ja, das war es eigentlich für diesen Guide. Ich hoffe, ich konnte euch dabei helfen, diesen Gegner ebenfalls zu besiegen. Ansonsten wünsche ich noch viel Erfolg dabei und viel Spaß. Bis bald.